Und es gab von Anfang an immer nur zwei Methoden des Umgangs mit der AfD. Entweder hat man versucht, uns zu ignorieren, dann haben wir mit der Lupe mal unseren Namen gesucht in der Zeitung. Es schrieb einfach keiner über uns und man hat gehofft, die verschwinden wieder in der Versenkung. 1, 2, 3 Prozentpunkte, sowas, waren teilweise das höchste der Gefühle. So, ignorieren war die eine Waffe. Und es gab die andere Waffe, die war übrigens auch schon sehr früh da, schon zu Lucke's Zeiten, das war die Nazikeule. Wenn wir nämlich Erfolg hatten, dann kam die Nazikeule. Schöner Anblick von hier oben. Ja, liebe Christine, liebe Gäste, es ist schon gesagt worden, ich stehe, nicht nur ich stehe, wir stehen im Wahlkampf in Pankow. Und ich bin zu Beginn, als das alles so öffentlich wurde, um was es da geht, habe ich immer wieder Leute angesprochen, Mensch, das kann ja sein, dass du da rausfliegst, bist du nicht nervös, hast du nicht Angst? Ich habe dann nur gesagt, es geht hier nicht um mich als Person. Wir nehmen diesen Kampf in Pankow als Partei an und wir kämpfen nicht darum, einfach drin zu bleiben oder die drei drin zu halten, sondern wir kämpfen darum, dass das Direktmandat, das im Moment noch ein Grüner innehat, möglichst auf die AfD übergeht und dass wir vielleicht sogar noch einen vierten reinbekommen. Und bei diesem Kampf, Wahlkampf, unterstützen mich so viele Leute, dass ich an dem Beginn meines kurzen Wortbeitrages einen Dank stellen möchte. Es sind wahrscheinlich auch jetzt um diese Uhrzeit in Pankow wieder Mitglieder unterwegs, die kein Mandat haben und um die es persönlich auch gar nicht geht. Und sie reparieren die Plakate, die sehr oft zerstört werden in diesem Wahlkampf. Also die Demonstrationen haben schon eine gewisse Wirkung gehabt. Sie verteilen Flyer. Wir haben am Wochenende aufgerufen, uns zu helfen, Flyer in die Briefkästen zu werfen, um die Bürger direkt zu informieren. Das sind zehntausende Flyer und wir haben gemerkt, das schaffen wir Pankower gar nicht alleine. Wir haben kurzerhand einen Aufruf getätigt und es sind aus vielen anderen Bezirken, aus Mitte, aus Spandau, auch hier aus Marzahn, ganz herzlichen Dank, liebe Anne, sind viele, viele Helfer gekommen, sogar aus Brandenburg, liebe Brandenburger, auch an euch ein ganz herzliches Dankeschön. Am Ende standen wir nicht alleine dort im Wahlkreisbüro, sondern mit über 50 Helfern und auch Beatrix von Storch war dabei und hat eigenhändig Flyer verteilt. Dafür ganz herzliches Dankeschön. So können wir das schaffen, liebe Freunde. Und diese Begeisterung, dieser Enthusiasmus zu spüren, was gut ist, was richtig ist und für was wir uns einsetzen. Das hat man auch gesehen, als die Bauern hier in Berlin waren. Und wir haben sie besucht natürlich am Brandenburger Tor. Wir waren am 17. Juni noch zu später Uhrzeit und haben gesehen, wie sie sich dort gewärmt haben an ihren Feuern und wie sie gehofft haben, dass sie gesehen werden, dass sie gehört werden. Aber sie sind zumindest nicht von der Regierung nicht wirklich ernst genommen worden und nicht wirklich gehört worden, sind eher verhöhnt worden. Aber es gab andere, die ihnen zugejubelt haben. Und ein Bild hat sich mir eingeprägt. Während die Trecker hier in Berlin reinfuhren, kamen sie an einer Feuerwache vorbei. Und spontan haben die Feuerwehrmänner ihre Sirenen eingeschaltet. Und ich dachte, sah das Video, vielleicht kennen es einige von euch. Und dann kam sogar einer rausgelaufen und applaudierte mit beiden Händen den vorbeifahrenden Treckerleuten. Das ist die eine Sache. Feuerwehr ist wichtig, Feuerwehr ist aber auch Teil der Exekutive, Feuerwehrleute sind manchmal sogar Beamte. Und nun muss man kein Politiklehrer gewesen sein, so wie ich das war, um zu wissen, dass wir eine Gewaltenteilung haben. Es gibt eine Exekutive, Legislative, Judikative. Und natürlich gilt für die Exekutive ein Neutralitätsgebot und eine gewisse Zurückhaltung. So. Aber auch die Bundesregierung gehört zur Exekutive und auch für Minister, wenn sie denn in ihrem Amt sind, und auch für den Bundeskanzler gilt eigentlich diese Zurückhaltung. Er sollte der Kanzler aller Deutschen sein und nicht nur einer bestimmten Klientel. Wir haben schon eben gehört, das muss ich nicht wiederholen, dass die Bundesregierung, mehrere von Ihnen, auch der Kanzler, sich mit diesen Demonstrationen, den letzten jetzt jüngsten, gemein gemacht haben als Exekutive. So. Und auch der Feuerwehrmann war Exekutive. Was ist jetzt passiert? Der Feuerwehrmann hat ein Disziplinarverfahren bekommen.
ein Disziplinarverfahren, muss man sich ja mal vorstellen, weil er rausgegangen ist und die Bauern begrüßt hat. Das dürfe er nicht, er sei ja Teil der Exekutive und müsse neutral sein. Also wenn das für den Feuerwehrmann gilt, dann gilt das doch für unsere Bundesregierung erst recht. Und ich meine, wenn jemand ein Disziplinarverfahren bekommen sollte, dann ist es Olaf Scholz und diese Bundesregierung, liebe Freunde. Und wir müssen wirklich über Demokratie sprechen, weil darum geht's ja letztendlich. Ja, Geld ist natürlich immer schlimm, wenn es fehlt, aber wenn unsere Demokratie in Gefahr ist, dann ist es noch wichtiger als alles Geld der Welt. Wir haben schon die Gewaltenteilung erwähnt. Was gehört denn noch zu einer Demokratie? Woran macht man sie fest? Stellen wir uns mal vor, wir gucken in ein anderes Land, jetzt gar nicht mal so sehr auf Deutschland. Was würden wir denn erwarten von einem Land, ne? Denken wir uns irgendeins in Südamerika, von dem wir nicht so genau wissen, wie es sich entwickelt hat. Ja, wir würden einmal gucken, Gewaltenteilung haben wir schon gesagt, gibt es eine Gewaltenteilung in diesem Land? Dann würden wir natürlich gucken, gibt es unterschiedliche Parteien? Gibt es eine echte Opposition? Zweitens. Drittens würden wir auch schauen, wie ist es denn um die Meinungsfreiheit bestellt und um die Demonstrationsfreiheit? Denke gerade an die Corona-Demonstrationen und so weiter. Ja, und bei all diesen Punkten müssen wir, glaube ich, ganz ehrlich mal sagen, wenn wir sie uns vor Augen rufen, nicht nur in diesem fiktiven südamerikanischen Land steht es schlecht um die Demokratie, sondern leider auch in unserem Land, liebe Freunde. Denn auch das ist schon gesagt worden, Demonstrationen sind ein Recht, ein Abwehrrecht der Bürger gegen den Staat. Und ich kenne es eigentlich so, dass Demonstrationen früher zumindest immer sich gegen die Regierung gerichtet haben. Es gab die Anti-Atomkraft-Demonstrationen, wir kannten die Friedensbewegung und eben auch die Corona-Demonstrationen und dann die Bauernproteste. Wenn aber Demonstrationen für die Regierung sind und die Regierung dazu aufruft, dann sind das eigentlich keine Demonstrationen im eigentlichen Sinne. Dann müsste man das eher Kundgebungen nennen. Staatlich begleitete, betreute Kundgebungen waren das, die wir erlebt haben. Und solche Kundgebungen sind typisch nicht für eine freie Demokratie, sondern eher für Länder wie die DDR und Nordkorea. Und da wollen wir nicht leben. Und ich nehme das ehrlich gesagt auch Herrn Scholz und Habeck und wie sie alle heißen nicht ab, wenn der Habeck mit seinem Dackelblick da in die Kamera spricht und sich Sorgen angeblich macht um unsere Demokratie. Ich will Ihnen und euch was sagen, worum die sich wirklich Sorgen machen. Das ist ihre Abwahl. Aber diese Abwahl, das wäre eigentlich erst Demokratie. Und das wäre ein Segen für unser Land, liebe Freunde. Denn egal, wohin wir gucken, es liegt ja einiges im Argen. Trotz der hohen Steuereinnahmen, so viel wie noch nie, ist kein Geld mehr da. Die Regierung war nicht in der Lage, einen ordentlichen Haushalt vorzulegen. Das musste erst vom Bundesverfassungsgericht festgestellt werden. Also diese Regierung handelt verfassungswidrig, nebenbei bemerkt. Für Rentner, Bauern, für die Bildung, für bezahlbare Wohnungen kein Geld mehr da. Und die Gründe sind nicht irgendwie vom Himmel gefallen, auch das klang ja bei meinen Vorrednern schon an, sondern sie sind hausgemacht. Wir geben Milliarden für Waffen aus, Millionen für die Entwicklungshilfe in Länder, die gar keine Entwicklungshilfe bräuchten. Wir geben jährlich geschätzt etwa 50 Milliarden für Migranten aus. Wir geben Milliarden aus für eine ideologisch motivierte Energiewende, ja, die demnächst uns hier in Berlin 60 neue Windräder bescheren soll. 60 Windräder, die höchsten davon bis zu 230 Meter hoch am Müggelsee und im Grunewald. Das ist irre. Die Bürger wollen das nicht. Wir werden sie darüber aufklären. Ich hoffe, das kostet diese Regierung in Berlin. Ist ja egal, ist alles Ampel gefühlt, CDU auch. Ja, ich hoffe, das kostet die richtig Stimmen. Ja, und dann noch mal ein Aspekt, der, das wäre eigentlich, lieber Gottfried, eher dein Fachgebiet. Ich versuche mich mal daran, aber es war ja in allen Zeitungen zu lesen. Denn seit 2015 hat man uns ja schon auch gesagt, naja, wir nehmen nicht nur hier aus Mitleid irgendwie arme Flüchtlinge auf und so weiter, sondern das seien ja irgendwie auch Fachkräfte. Das kamen immer die beiden Argumente, ja, humanitäre Gründe
Und wenn man das nicht so sagte, ja, jetzt reicht's aber, warum sollen nur wir so human sein, gibt doch noch andere Länder, dann heißt er, ja, die nützen uns ja auch was, die nützen uns ja was, wir brauchen das, demografischer Wandel, kennen Sie alles. So, jetzt hat aber ein renommierter Finanzwirtschaftswissenschaftler, einer, der auch nicht unter AfD-Verdacht steht, der Herr Raffelhüschen, hat nun berechnet, wie die Bilanz der Zuwanderung wirklich aussieht. In aller Kürze sein Fazit: In keinem der untersuchten Zukunftsszenarien für Deutschland hat Migration eine positive Auswirkung auf die Staatsfinanzen. In keinem Szenario, hat vier verschiedene oder so hat er untersucht. Im Gegenteil, komplett ohne Zuwanderung läge die Finanzlücke für die Steuer- und Sozialsysteme, die wir uns künftig so nicht mehr leisten werden können, bei 13,4 Billionen Euro statt 19,2 Billionen Euro. Sie wäre also 5,8 Billionen Euro niedriger. Das heißt, fast 6 Billionen Euro, so viel kostet uns die Migration, wenn wir sie so weiterlaufen wie jetzt. Und eine ähnliche Studie, können Sie ja sagen, okay, das war jetzt eine ähnliche Studie aus Holland. Dort ist berechnet worden, natürlich für eine viel kleinere Bevölkerung, 600 Milliarden Kosten für die Migration in den nächsten 20 Jahren. Und dann fragt man sich natürlich, woran liegt denn das? Da kommen doch Menschen, die sollen doch arbeiten und so weiter. Naja, wenn man genauer hinschaut, sieht man natürlich, dass nur 35% aller Asylzuwanderung in Vollzeit arbeiten. Und auch da wiederum, wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass ihr mittleres Bruttomonatsgehalt bei ungefähr 2000 Euro liegt. Das sind 60% des durchschnittlichen Bruttogehalts überhaupt, also deutlich weniger. Was ist der Grund dafür, dass so wenige arbeiten? Ihnen fehlen Sprachkenntnisse und Sie bringen eine geringe Qualifikation mit. Und da sind wir praktisch auch bei der Bildungspolitik. 40% der Asylbewerber von 2016 hatten nicht mal einen Schulabschluss, obwohl sie das Alter hatten. Also nicht mal einen Schulabschluss in ihrem Land gemacht. 85% keine Ausbildung. Und dann frage ich mich, wie soll jetzt aus diesen Menschen, denen wir persönlich, das an der Stelle nochmal ganz deutlich gesagt, denen wir persönlich gar keinen Vorwurf machen, der Vorwurf geht nur an unsere Bundesregierung, wie soll aus diesen Menschen innerhalb kürzester Zeit, wie sollen daraus die von uns benötigten Ingenieure, Lehrer oder IT-Fachleute werden? Das würde nicht einmal das beste Bildungssystem der Welt schaffen und unseres schon gar nicht, meine Damen und Herren. Und wenn wir dann, auch das ging in den letzten Tagen durch die Presse, lesen, was bei uns Rentner bekommen, das ist erschreckend wenig. 40% der Rentner erhalten weniger als 1250 Euro. Da kommen etliche derjenigen, die erst seit kurzem bei uns sind, zusammen mit Kindergeld und, der bezahlten Wohnung und so weiter, kommen sie auf ein besseres Einkommen. 1250 Euro, unsere Rentner. Und dann auf der anderen Seite das, was die zu uns kommenden aus anderen Ländern bekommen. Das ist eine so eklatante Differenz, das ist ein so himmelschreiendes Unrecht, dass es dringend eine Klärung hier bedarf. Und wir müssen dringend an der Stelle wirklich dafür sorgen, dass wir uns um unsere Leute kümmern. Wir können nicht die ganze Welt hier in Deutschland retten, liebe Freunde. Und das Perfide daran ist jetzt, die Rentner, nicht, da muss man keine Angst mehr haben, dass die massenhaft auf die Straße gehen, sind ja häufig auch zu bescheiden und trauen sich nicht mal zum Sozialamt zu gehen. Aber wenn andere dann mal protestieren und neben den Bauern, es waren ja nicht nur die Bauern, es ging auch nicht nur um diese Agrardieselrückerstattung, es ging um vieles andere. Die Agrardieselrückerstattung war nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und deshalb waren auch Handwerker auf der Straße, haben die Förster, die Jäger, die Spediteure und so weiter. Kurzum, der arbeitende Mittelstand, der normalerweise gar keine Zeit hat zu demonstrieren. Das waren eben keine Berufsdemonstranten. Deshalb ist jeder dieser Demonstranten 100-mal so viel wert wie die bezahlten Klakteure, die wir vor kurzem gesehen haben. Und was macht dann unsere Regierung, wenn diese Menschen nun mal auf die Straße gehen? Ja, statt ihnen zuzuhören, fällt ihnen nichts Besseres ein, als sie unter AfD-Verdacht zu stellen und in die rechte Ecke zu stellen oder sie lächerlich zu machen oder zu sagen, ihr habt doch genug, ihr Bauern, und nun seid mal still und so weiter. Na, also das ist wirklich ein Umgang, wie man ihn eigentlich mit der
Bevölkerung sich nicht wünschen möchte, wenn ein Land denn in Ordnung wäre. Ja, also viele, ich überspringe jetzt ein bisschen was, weil das war bei den Vorrednern auch schon alles dabei. Kurzum, wenn wir uns das nochmal vor Augen halten, was die eigentlichen Ursachen sind, warum auch die AfD jetzt so stark unter Druck kommt. Und ich sehe hier unseren früheren Landesvorsitzenden Günther Brinkert, der ja hier mit uns, Christine, mit vielen anderen gemeinsam diesen Landesverband aufgebaut hat. Aus dem Nichts haben wir alles aufgebaut. Und es gab von Anfang an immer nur zwei Methoden des Umgangs mit der AfD. Entweder hat man versucht, uns zu ignorieren, dann haben wir mit der Lupe mal unseren Namen gesucht in der Zeitung. Es schrieb einfach keiner über uns und man hat gehofft, die verschwinden wieder in der Versenkung. 1, 2, 3 Prozentpunkte, sowas, waren teilweise das höchste der Gefühle. So, ignorieren war die eine Waffe. Und es gab die andere Waffe, die war übrigens auch schon sehr früh da, schon zu Luckes Zeiten, das war die Nazikeule. Wenn wir nämlich Erfolg hatten, dann kam die Nazikeule. Und je mehr Erfolg wir hatten, desto größer wurde die Nazikeule. Also wenn jetzt die Nazikeule so geschwungen wird, dann zeigt es doch nur, wir sind auf der Erfolgsspur, liebe Freunde, und davon lassen wir uns auch nicht mehr runterbringen. Und dass wir keine Nazis sind, ist ja auch klar. Oder um es mit anderen Worten zu sagen, die unser Ehrenvorsitzender Dr. Gauland mal bei einer Rede oder einem Parteitag fand, ich zitiere ihn, wir haben diese Partei nicht gegründet, weil wir eine andere Republik wollen, sondern weil wir keine andere Republik wollen. Und das ist, wenn Sie so wollen, nicht radikal. Radikal sind doch eher die anderen, die unser Land zerstören und unser Land von den Füßen auf den Kopf stellen. Das wollen wir natürlich wieder rückgängig machen. Ja, man sagt, ich will aber auch die Stimmen, einige sagen ja schon, ja, wir haben ja gar keine Demokratie mehr. Das würde ich so nicht sagen. Also es gibt Anzeichen dafür, dass wir uns wegbewegen hin zu etwas anderem. Aber wir haben demokratische Rechte noch, wir haben teilweise noch funktionierende Gerichte, die wir auch nutzen, die wir auch nutzen sollten. Und wir sollten uns diese Rechte auch nehmen. Und dass aber jetzt ausgerechnet diejenigen, die sich nun als Verteidiger der Demokratie aufspielen, auf diesen Zustand hinarbeiten, ist schon bedenklich. Es bleibt zu hoffen, dass auch unter den Nicht-AfD-Wählern, die ich an dieser Stelle mal ausdrücklich ansprechen möchte, die als Richter, Journalisten oder auch Politiker anderer Parteien an einflussreichen Positionen stehen, dass unter diesen noch genügend echte Demokraten sind und die sich vielleicht an dieser Stelle mal an ein Zitat erinnern, das man gerne Voltaire zuschreibt, obwohl es wahrscheinlich gar nicht von ihm ist. Sie kennen es vielleicht. Mein Herr, soll er gesagt haben, ich teile Ihre Meinung nicht, aber ich würde mein Leben dafür einsetzen, dass Sie sie äußern dürfen. Vielen Dank. Ja, hallo, mein Name ist Leonhard Grützmann und ich habe eine relativ einfache Frage. Und zwar, gibt es zu jedem der genannten Probleme eine Strategie zur Lösung dieser? Vielen Dank auch für die Frage nochmal. Die kam natürlich schon öfter. Und wir haben selber gesehen, dass es nicht reicht, einfach zu sagen, zum Beispiel, Deutschland soll sicherer werden. Dann würden Sie sagen, ja, wie denn genau? Oder wir brauchen Energie. Ja, wie macht ihr das denn? Und deshalb haben wir uns in der AfD-Bundestagsfraktion mal in einer Klausur zusammengefunden und haben ganz konkret in 10 zentralen Politikfeldern gesammelt, in allen zuständigen Arbeitskreisen, was wir denn tun würden. Das würde jetzt ein bisschen lange dauern, das alles vorzulesen, aber Sie finden diesen Flyer hier überall ausliegen. 10-Punkte-Sofortprogramm. Die Partei hat das dankenswerterweise dann übernommen. Also da ist dann schon mal das Wichtigste drin und das können Sie sich vielleicht mitnehmen. Ja, guten Abend. Alexander Konradi, mein Name, aus dem Bezirk Reinickendorf. Die mich kennen, die wissen das ja. Ich arbeite in der Bundesgeschäftsstelle unserer schönen Partei und dort auch am Bürgertelefon. Das heißt, ich kriege dann immer die direkten Rückmeldungen aus der Bevölkerung, wenn irgendwas passiert. Was in letzter Zeit natürlich im Rahmen dieses Potsdam-Treffens vor allen Dingen dann Fragen zu unserer Remigrationsstrategie geworden sind. Insbesondere, und ich übertreibe nicht, hunderte Anrufe von Schülern aus ganz Deutschland, die dann anriefen und
zusammengefasst die Frage stellten, ich habe Migrationshintergrund, werde ich jetzt abgeschoben? Und denen ich dann immer möglichst ruhig und gelassen und ausführlich erklärt habe, was denn alles gewesen ist, wofür wir wirklich stehen, dass sie das in unserem Programm finden etc. pp. Aber was mir natürlich dabei auffällt, dass Schüler natürlich über die sozialen Medien, aber auch über ihre Lehrer direkt auf dieses Thema gestoßen werden, dass das auch direkt schon im Unterricht behandelt wurde. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wie kann man unter anderem auch die Schüler, aber auch die anderen Menschen erreichen, weil das waren natürlich nicht nur Schüler, sondern auch junge türkischstämmige Mütter zum Beispiel, die dann anriefen und fragten, ja, meine Eltern sind ja vor Jahrzehnten hergekommen und muss ich mir jetzt Sorgen machen? Also wie kann man diese Menschen eigentlich erreichen? Wir kommen ja so gesehen nicht in den Massenmedien vor, in Anführungszeichen. Wir haben zwar unsere eigenen Kanäle, wir sind Social Media Meister, was das angeht, das wird auch immer schön betont. Nur wie kriegt man diese Informationen jetzt raus? Vor allen Dingen natürlich an den Schulen, an die Schüler, die da ja auch in Zukunft unsere Wählerschaft bilden werden. Ich spreche jetzt sozusagen als ehemaliger Lehrer auch. Was wir vorhin gesagt haben, was für Feuerwehrleute gilt und eigentlich auch für Regierungsmitglieder, nämlich das Neutralitätsgebot, gilt erst recht natürlich für Lehrer. Das lässt sich auch zurückführen auf frühere Kämpfe in der Bundesrepublik, als den Beutelsbacher Konsens gegründet wurde. Und wir erleben jetzt natürlich, da habe ich auch Zuschriften bekommen, dass viele Lehrer das vielleicht mangels eigener Bildung oder weil sie es verdrängen, sich nicht daran halten. Also Indoktrination in unseren Schulen, weder für oder gegen AfD oder sowas, die persönlichen Parteipräferenzen eines Lehrers sollten die Schüler im Idealfall gar nicht kennen. Ja, und deshalb müssen auch Aufgabenstellungen natürlich offen gestellt werden. Eine Aufgabenstellung wie erläutere, warum die AfD verboten werden muss, ist schlichtweg Unfug und verstößt gegen das Neutralitätsgebot. Damit wäre man wieder im Kaiserreich angekommen, wo man auch solche ähnlichen Aufgaben gestellt hat wie schreibe einen Aufsatz, warum Deutschland wieder eine wunderbare Kriegsmarine braucht. Also die Zeiten sind zum Glück vorbei. Es müssen offene Aufgabenstellungen sein und Meinung darf nicht zensiert werden in der Schule.